Alles klar. So, ja, dann schönen guten Abend und herzlich willkommen an alle Zuschauenden, die sich heute in den Livestream dazugeschaltet haben. Ich freue mich, euch und Sie zum zweiten Termin unserer Nadira Lecture Series begrüßen zu dürfen mit dem Titel Methodik und Ethik in der Rassismusforschung. Die heutige Session trägt den Titel Soziologie, Punkt, Macht, Punkt, Rassismus, also Soziologie, Macht, Rassismus, die im Rahmen der Nadira Lecture Series organisiert wird. Was ist die Nadira Lecture Series? Die Lecture Series wird vom Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, kurz Nadira, organisiert, das am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DZIM, angesiedelt ist. Und vielleicht nur ganz kurz, was zeichnet diesen Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor aus und was sind so die Ziele, die mit diesem Nadira verbunden sind? Also mit dem Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor soll das Phänomen Rassismus in seiner Breite und das heißt in seiner individuellen, institutionellen, aber auch in seiner strukturellen Dimension sowie auch für unterschiedliche potenziell von Rassismus betroffene Gruppen untersucht und analysiert und erhoben werden. Die theoretischen und empirischen Analysen, ja, beziehen sich dabei auf drei große Fragen, die wir stellen. Also welche Ursachen liegen Rassismus zugrunde? Welches Ausmaß hat Rassismus in Deutschland? Und welche Folgen hat Rassismus eigentlich für unsere Gesellschaft in Deutschland? Hierfür werden sehr unterschiedliche Perspektiven genutzt. Unterschiedliche empirische Zugänge und eben auch unterschiedliche Methoden. Dazu zählen beispielsweise sowas wie quantitative Befragungen, qualitative Befragungen der allgemeinen Bevölkerung, aber auch von Rassismus betroffene Gruppen, experimentelle Gruppen, Methoden, Dokumenten- und Medienanalysen, wie auch die Analyse von Rechtsfragen, Beratungsdaten, Antirassismus und so weiter. Das Ziel der Nadira Lecture Series ist eigentlich genau dort angesiedelt, also in den Fragen von Multimethodik, den Fragen unterschiedlicher Perspektiven, wollen wir uns in dieser Nadira Lecture Series eigentlich die Frage stellen, inwiefern wir uns auch dem Untersuchungsgegenstand Rassismus auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher, ja, disziplinärer Zugänge eigentlich annähern können. In der letzten Sitzung, die ja Anfang Juni stattfand, haben wir uns vor allem in der ersten Nadira Lecture Series mit der Frage oder mit dem Problem der Wirtschaftswissenschaften in der Erforschung von Rassismus auseinandergesetzt. Diese Sitzung lässt sich auch real life quasi im YouTube-Channel des DZIM-Instituts aufrufen und abrufen. Wollen wir uns tatsächlich heute stärker damit beschäftigen, mit welchen methodischen und ethischen Implikationen eben auch die deutsche oder die deutschsprachige Soziologie bei der wissenschaftlichen Analyse von Rassismus einhergeht. Mein Name ist Tae-Joon Kim. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Nadira und werde die Online-Veranstaltung heute moderieren. Dabei freue ich mich, nicht zuletzt, weil ich auch Soziologe bin, natürlich sehr darüber, dass wir heute zwei Wissenschaftlerinnen gewinnen konnten, die uns die ethischen wie auch die methodischen Probleme aus soziologischer Perspektive näher bringen und anschließend auch mit uns diskutieren. So möchte ich als erstes ganz herzlich Professor Dr. Anja Weiß begrüßen. Anja Weiß hat Psychologie an der LMU München studiert, zum Thema rassistische Effekte unter antirassistisch engagierten Multiplikatorinnen an der HU Berlin promoviert. Zwischenzeitlich hat sie unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu den Themen Rassismus, Mobilität und Migration der Humboldt-Universität zu Berlin, der LMU München gearbeitet und ist seit Dezember 2012 Professorin am Institut für Soziologie der Universität Duisburg-Essen. Zu ihren Forschungsinteressen gehören unter anderem die Migrations- und Rassismusforschung, qualitative Forschungsperspektiven, zum Beispiel auch die dokumentarische Methode, wie auch die Kritik an einem in der Soziologie vorherrschenden methodologischen Nationalismus. Anja Weiß diskutiert heute mit uns vor allem, ob die in der deutschsprachigen Rassismusforschung zur Anwendung kommenden oder meistens zur Anwendung kommenden Diskursanalysen nicht zu sehr den Blick eben auf Identitätspolitiken und symbolische Kämpfe richten und damit, dass dann ihre Kritik, die unsichtbare Hand von Institutionen aus dem Blick gerät. Des Weiteren möchte ich dann danach herzlich Professor Dr. Manuela Boatka begrüßen in der heutigen Lecture Series.
Manuela Boatka hat Anglistik und Germanistik an der Universität Bukarest studiert, in der Soziologie promoviert und hat unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin in Boston, Eichstätt, Rio de Janeiro wie auch an der FU Berlin gearbeitet. Seit Oktober 2015 ist sie nun Professorin für Soziologie an der Albert-Lubitz-Universität in Freiburg mit dem Schwerpunkt auf Makrosoziologie und leitet zudem das Global Studies Program an der Albert-Lubitz-Universität in Freiburg. Zu ihren Forschungsschwerpunkten und Interessen gehören unter anderem die historisch vergleichende Soziologie und Weltsystemanalyse, Ungleichheitstheorien, Geschlechtersoziologie, Theorien sozialen Wandels, Gewaltforschung und fragt sich heute in ihrem Input mit uns, wie eine post- und dekoloniale Perspektivierung der Soziologie als Erkenntnismethode aussehen könnte. Dieser letzteren Frage wird Manuela Boatka dann in ihrem Input und im Kommentar nachgehen. So, bevor ich aber zu viel verrate, würde ich das Mikrofon an die erste Referentin übergeben, an Anja Weiß, die ich jetzt gerne bitte. Und ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, vielen Dank für die sehr nette und gute Einführung. Ich fange mal direkt an, die Folien zu teilen, die ich vorbereitet habe. Das dauert eine kleine Sekunde. So, jetzt müssten die zu sehen sein. Ja, ich sollte vielleicht der Fairness halber sagen, dass meine eigene Forschung zu Rassismus einerseits schon ziemlich lange zurückliegt. Der Kollege hat ja schon die Forschung zu antirassistisch engagierten Gruppen erwähnt, damals noch Gruppen der weißen deutschen Mittelschicht. Aktuell schließe ich gerade mit etlichen Kollegen und Kolleginnen ein Projekt zu Diversity Management in der Polizei mit ab. Und das werde ich auch teilweise als Beispiel verwenden. Ich würde aber heute versuchen, einfach einen Überblick auch zu geben, vielleicht auch schon ein bisschen mit längerem Rückblick, wie sich die soziologische Perspektive auf Rassismus entwickelt hat. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es auch schon größere Kreise in der Rassismusforschung, die gesagt haben, Einstellungsforschung ist eigentlich nicht so die allerüberzeugendste Herangehensweise. Mit dieser Einstellungsforschung beginne ich. Sie ist ja bis heute wichtig geblieben, sicherlich auch deshalb, weil man sich da in die Meinungsforschung einklinken kann und weil einfach es große Forschungsbestände zu politischen Meinungen gibt. Ich würde aber doch sagen, dass das eigentlich eine Perspektive ist, die wir zumindest in der Soziologie nicht weiterverfolgen sollten. Dann hat sich seither eine Herangehensweise eigentlich schon als fast schon, sagen wir mal, Standard etabliert, nämlich die diskursanalytische. Da werde ich im Hauptteil des Vortrags drauf eingehen. Ich bringe dann aber auch ein paar Kritikpunkte an, auf die ich dann abschließend zu sprechen komme. Zunächst zur Einstellungsforschung. Also die ganz alte Definition von Vorurteilen ist ja von Allport eine Antipathie, die sich auf eine fehlerhafte und starre Verallgemeinerung gründet. Und diese Verallgemeinerungen sind dann problematisch, wenn jemand von anderen ohne ausreichende Begründung schlecht denkt. Und man muss ja ehrlich sagen, wir alle haben so eine altersweltliche Vorstellung davon, was Vorurteile sind. Und man sieht an diesem Beispiel halt schon direkt, wie schwierig diese Vorstellung ist. Was wäre denn eine ausreichende Begründung, schlecht von anderen zu denken? Beispiel Polizei, die Statistik, dass vor allem junge Männer gewalttätig oder kriminell werden, ist ja ziemlich klar. Ist es dann ein Vorurteil oder gut begründet, wenn die Polizei vor allem junge Männer scharf beobachtet? Mittlerweile gibt es viel elaboriertere Konzepte, zum Beispiel das der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das wurde über 10 Jahre hinweg von einem großen Team in Bielefeld untersucht, ist auch gut publiziert. Und da sieht man aber, dass die Definition immer noch ziemlich ähnlich ist. Da wird aber noch erwähnt, es geht um eine konstruierte Gruppenzugehörigkeit. Und dann wird gesagt, da können auch gewalttätige Handlungen und diskriminierende Institutionen eine Rolle spielen. Aber die Verbindung bleibt eben letztlich
unterbestimmt. Und das ist sozusagen meine Hauptkritik am Vorurteilsmodell. Ich wollte die ganze Folie eigentlich auf einen Schlag zeigen. Es lenkt den Blick auf Individuen. Also wäre die Polizei nicht rassistisch, wenn die Polizisten keinerlei Vorurteile hätten? Hilft es jemand, wenn die Polizisten lernen, Vorurteile zu reflektieren? Oder führt das eigentlich nur dazu, dass sie sich besser ausdrücken, dass sie schlauer formulieren? Ja? Das führt dann zu diesem Move, sie sind dann immer noch insgeheim vorurteilsbeladen, so wie wir alle, wird ja dann oft argumentiert. Vielleicht nicht diejenigen, die direkt Opfer von Rassismus sind, aber alle anderen gucken ja dann tief in ihr Inneres. Man kann sagen, eigentlich getreu des christlichen Modells von Schuld und Beichte. Gute Menschen denken darüber nach, dass sie eigentlich insgeheim vielleicht schlechte Menschen sein könnten. Bringt das was? Es bringt wenig. Der besagte Polizist wird weiterhin verdachtsunabhängige Kontrollen in sogenannten gefährlichen Orten durchführen. Ja. Diese Reflexion der eigenen Vorurteile macht politisch ziemlich handlungsunfähig, weil es den Blick ins Innere lenkt. Und was man auch sagen muss, wir wissen seit 1934, und dieser Artikel ist wirklich lesenswert, dass Einstellung und Handlung ziemlich wenig miteinander zu tun haben. Die Frage, ob eine rassistische Einstellung handlungswirksam wird, hat sehr, sehr viel mit der Situation zu tun, in der diese Handlung stattfindet. Und auch ein früher psychologischer Text sagt schon, naja, es gibt Rassisten, die haben so wenig Macht, dass sie wenig ausrichten können. Und es gibt Leute, die diskriminieren ganz massiv, obwohl sie vielleicht gar nicht so leidenschaftlich rassistisch sind, einfach weil sie das tun, was in ihrem Umfeld selbstverständlich ist oder weil sie irgendwelche ökonomischen Interessen damit verfolgen. Das sind jetzt alles sehr, sehr alte Wissensbestände, die kommen Ihnen wahrscheinlich auch altmodisch vor. Ich bringe sie aber trotzdem, weil sie eigentlich doch noch ganz schön häufig verwendet werden. Also ich bin immer wieder in Diskussionen, wo dann das Wort Schuld fällt. Ja? Und dieser Move, sich selbst zu reflektieren, der ist doch schon sehr breit verbreitet. Und ich glaube einfach, dass die Frage, ob jemand gut oder böse ist, sicherlich für viele Kontexte wichtig ist, nicht zuletzt für die Beichte, aber für die Rassismusforschung ist der nicht wirklich weiterführend. Und Gott sei Dank haben wir auch eine viel bessere Perspektive mittlerweile, nämlich die diskursanalytische Perspektive. Ich habe hier mal das Panoptikon von Foucault mitgebracht. Und da sieht man schon, es geht da nicht um Individuen, es geht auch nicht um ihre Einstellungen, sondern es geht um Wissensbestände, auch um die Materialität dieser Wissensbestände. Und es geht auch darum, wie diese Wissensbestände historisch gewachsen sind. Das sind mal ein paar so Zitate, die einfach nochmal unterstreichen, dass hier eben ein Fluss von Wissen bzw. von sozialen Wissensvorräten durch die Zeit untersucht wird. Und diese Richtung ist sehr, sehr fruchtbar geworden. Das ist jetzt eine Auswahl aus zahlreichen Arbeiten, viele ja auch in Artikelform oder Working Paper Form. Und mit dieser Forschung hat man meiner Ansicht nach wirklich eine soziologische Perspektive gewonnen. Denn es werden zwar durchaus auch mal Individuen befragt oder Briefe von Individuen untersucht, aber es geht eben im Kern nicht darum, was jetzt Einzelne machen, sondern es geht eben um Wissensbestände. Das heißt also, wenn wir wieder zum Beispiel Polizei zurückgehen, würden wir uns nicht so sehr dafür interessieren, welche Einstellungen der oder die Polizistin hat, die an einem gefährlichen Ort kontrolliert, sondern wir würden eben uns für diesen gefährlichen Ort interessieren, also für eine
einen sozialen Wissensbestand, wo alle, die Polizei, die Beteiligten, die Gesellschaft weiß, es gibt gefährliche Orte, es gibt gefährliche Menschen. Manche Menschen sind gefährlicher als andere. Wie können wir die erkennen? Wie können wir uns derer bemächtigen? Also dieser selbstverständlich geteilte Wissensbestand, den untersucht die Diskursanalyse, aber sie untersucht auch die Gesetze, die dieses Wissen verstetigen, die Kontrollpraktiken, die mit diesem Wissen verbunden sind, die Materialität der gefährlichen Orte, und in der Regel wird das auch historisch in seiner Genese rekonstruiert. Außerdem ist ganz klar, dass Wissen in diesem Fall nicht objektives oder neutrales Wissen ist, sondern machtförmiges Wissen, sodass eben auch die Auseinandersetzung mit diesen Wissensbeständen zwangsläufig auch eine Kritik der bestehenden Verhältnisse mit sich bringt. Und dass es eben auch notwendig ist, die Positionsgebundenheit auch von wissenschaftlichem Wissen zu reflektieren. Viele Diskursanalysen werden auch von Forschenden durchgeführt, die selbst als Migranten oder andere markiert sind. Und man kann schon vermuten, wissenssoziologisch, dass Menschen, die oft die Erfahrung machen, dass das, was als normal und selbstverständlich gilt, vielleicht gar nicht so normal und selbstverständlich ist, dass die vielleicht natürlich auch eher eine Affinität zu dieser Art von Forschung haben, und zu Recht. Also eine sehr gute, sehr fruchtbare Richtung. Trotzdem, finde ich, hat sie auch ihre Probleme. Also wir haben letztlich immer noch ein bisschen dieses Problem des Vorurteilsdiskurses, nämlich doch diese Frage, wer erkennt eigentlich wie Diskurse und wer nicht. Wenn Diskurse tatsächlich machtvolle gesellschaftliche Wissensbestände sind, die sich teilweise über hunderte von Jahren hinweg entwickelt haben, und Diskurstheoretiker auch oft sagen, es gibt gar keinen außerhalb des Diskurses, ja, wie machen wir das dann eigentlich, dass wir Diskurse untersuchen? Es führt manchmal zu auch Situationen, ich besetze mich jetzt nicht intensiv mit Ethik auseinander, aber ich könnte zum Beispiel als sehr gut bezahlte Wissenschaftlerin, die 30 Jahre sich ausbilden konnte, so einen Polizisten interviewen, der verdient halb so viel wie ich, der macht Schichtarbeit, muss den Kopf hinhalten, wird mal angespuckt. Und ich interviewe den in intersektionaler Perspektive dazu, wie er sich eigentlich zu allerhand Wissensbeständen verhält. Und was Wunder, ich stelle fest, der reproduziert rassistische Diskurse. Das ist so eine Form von Kritik, die finde ich durchaus schwierig, und die ist auch ähnlich steril wie die Vorurteilsforschung. Es gibt da nämlich nicht wirklich einen Weg raus, sondern es gibt eben nur jemanden, der sich selbst reflektiert oder der anderen sagt, wie herrschaftsförmig ihre Wissensbestände sind, aber es geht dann eigentlich nicht so richtig weiter. Und ich habe ja, als ich damals aus der Psychologie kommend nach einer passenden Theorie gesucht habe, bevor sich die Diskursanalysen so durchgesetzt haben, durch allerhand Zufälle Bourdieu entdeckt. Und das Interessante an Bourdieu ist, dass er ja ein Zeitgenosse und Rivale von Foucault war und sich für ganz ähnliche Dinge interessiert hat. Und er hat eben mit dem Begriff der symbolischen Gewalt auch darauf hingewiesen, dass Herrschaft dann effektiv ist, wenn sie selbstverständlich geworden ist, wenn sie von den Herrschenden und den Beherrschten gleichermaßen für richtig gehalten wird. Und er hat ein bisschen ausbuchstabiert, was letztlich bei Foucault ja auch gemeint ist, dass es nämlich nicht nur um Klassifikation geht, sondern auch um Praktiken und um Institutionen. Um ein Beispiel für symbolische Gewalt zu geben, da muss man ja nach Sachen suchen, die ein Stück weit weg ist, damit man überhaupt sieht, dass es um symbolische Gewalt geht. Und da fand ich einen Text seines Schülers Loïc Wacon ganz interessant. Der hat ein Buch von Davis rezensiert. Und da ging es darum, dass in den USA alle als schwarz markiert werden, als schwarz, als Afroamerikaner angesehen werden, die irgendwelche afroamerikanischen Vorfahren haben. Das ist die sogenannte One-Drop-Rule. Und die machte in der nordamerikanischen Sklavengesellschaft Sinn, insofern als die Sklavenhalter ihre Sklavinnen vergewaltigt haben und dann ihre Kinder als Sklaven verkaufen konnten. Und
diese One-Drop-Rule hält sich in den USA bis heute, obwohl wir ja wissen, dass es durchaus auch andere Klassifikationssysteme gibt. Unter anderem auch deshalb, weil in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung es wichtig war, alle Menschen einzubeziehen, auch die, die vielleicht sogar sich als weiß durchgehen könnten, also dieses Passing praktizieren. Die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung wollte möglichst eine große Basis mobilisieren und hat eben ganz stark vertreten, alle, die als schwarz angesehen werden, auch mit einem One-Drop sind Schwarze und sollten sich als Schwarze organisieren. Und da sieht man eben auch was ganz Ähnliches, also diese historische Genese, die Kontingenz der Klassifikation. Wir wissen, in Brasilien ist es ganz anders. In Deutschland sind rassistische Klassifikationen auch nochmal anders gestrickt. Die Praktiken, die daran hängen und die Institutionen. Wenn wir also jetzt mal fürs Erste sagen, okay, symbolische Gewalt ist eigentlich vielleicht was, was auch so ähnlich funktionieren kann wie ein Diskurs, dann gewinnen wir, wie ich jetzt noch abschließend argumentieren möchte, einige Möglichkeiten hinzu. Die eine Möglichkeit ist die, dass wir zwischen symbolischer Macht und symbolischen Kämpfen unterscheiden können. Es ist nämlich bei der symbolischen Macht ziemlich klar, dass die am wirksamsten ist, wenn gar niemand dran rührt. Und ich würde jetzt mal die These in den Raum werfen, dass es in Deutschland auch so ein Beispiel für symbolische Macht gibt, nämlich die Frage, wie kann man Bildungsungleichheiten erklären? Da sind sich ja irgendwie alle einig, dass Bildungsarmut ganz viel mit Migration zu tun hat. Es wird immer über migrationsbezogene Statistiken abgebildet, die werden immer als Kovariablen mit einbezogen. Und wenn man genauer hinschaut, dann weiß man aber eigentlich, es geht primär um Armutsphänomene. Also die Bildungsbenachteiligung entsteht durch sehr, sehr wenig Geld haben, sehr, sehr wenig Bildung haben, anderweitig sehr schlecht gestellt sein. Das kann man im Bildungsbericht 2010 nachlesen, das kann man in jeder multivariaten Analyse nachlesen, sogar von den Leuten, die massiv ethnisieren, da kommt das immer raus. Aber eine Deutung, die Ungleichheit letztlich als Armutsphänomen deutet, passt nicht. Ja, sie passt nicht zur Mobilisierung der Migrantinnen und sie passt auch nicht zu den Bedürfnissen der weißen deutschen Mittelschicht, die daran interessiert ist, einen guten Grund zu finden, ihre Kinder von den Schmuddelkindern wegzuhalten. Da kann man natürlich viel leichter sagen, na ja, wenn jemand nicht gut Deutsch kann, dann ist das ja vielleicht schlecht für mein Kind, dann gehe ich doch lieber in eine Privatschule. Ja, wenn man dagegen sagen würde, wenn ein Kind arm ist, dann ist es vielleicht schlecht für mein Kind, das würde vielleicht doch nicht ganz so legitim klingen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man zwischen symbolischer Macht und symbolischen Kämpfen unterscheidet, dann kann man auch in Rechnung stellen, dass es vielleicht Herrschaftsverhältnisse gibt, die nicht offen zutage liegen. Und man kann sich fragen, wann wird ein Herrschaftsverhältnis warum und von wem überhaupt problematisiert? Außerdem hat Bourdieu mit dem doppelten Bruch hervorgehoben, dass es nicht genügt, einfach nur zu sagen, ich bin besonders kritisch oder besonders reflexiv, sondern dass sich Sozialwissenschaft sehr ernsthaft und explizit mit der eigenen Position beschäftigen muss. Und mittlerweile gibt es auch Methodologien, wie zum Beispiel die dokumentarische Methode, die dann auch ein Stück weit versuchen, diese Reflexion der eigenen Position durch entsprechende empirische Vergleiche reinzuholen. Und schließlich war Bourdieu etwas anders als Foucault sehr stark an Ungleichheit interessiert und auch an empirischer Forschung zu Ungleichverteilung. Und er hat sehr stark das Argument gemacht, was wir heute am besten bei Nancy Fraser nachlesen können, dass die Frage, was anerkannt wird, also was zum Beispiel als kulturelles Kapital anerkannt wird, natürlich einerseits eine Diskriminierungsfrage ist, die dann aber andererseits auch Ressourcenungleichheiten mit sich bringt. Man kann also Ungleichverteilung und Diskriminierung zusammendenken. Nun hatte ich ja schon gesagt, dass ich mit einer gewissen Kontingenz zu Bourdieu gekommen bin und er hat sich ja auch überhaupt nicht durchsetzen können als wichtige Referenztheorie in der Rassismusforschung.
Und letztlich ist dieses Argument, was ich jetzt mache, kann man eigentlich auch gut mit Diskursanalysen machen. Es ist nämlich eigentlich ein Argument dafür, dass wir eben davon wegkommen sollten, uns immer nur mit den Klassifikationen zu beschäftigen. Und dass es wichtig ist, auch auf die institutionelle Seite von Diskursen, Dispositiven zu schauen. Dass es wichtig ist, auch zu fragen, wie können wir Wissensbestände und Institutionen in den Blick bekommen, die eine ganz große Selbstverständlichkeit haben. Und ich habe jetzt hier zwei Doktorarbeiten noch an die Wand geworfen, wo ich jeweils Zweitbetreuerin war. Und da fällt doch auf, dass die in Gebieten, in denen unglaublich viel geforscht wird, also zum Beispiel Ilka Sommer, in der Frage, wieso so viele Migranten und Flüchtlinge so eine schlechte Position am Arbeitsmarkt haben. Da gibt es wirklich viel Forschung, die sich mit ihrer Bildung, mit ihren Sprachkenntnissen, mit was auch immer beschäftigen, mit den Geschlechterunterschieden und so weiter, ja. Aber der Umstand, dass ausländische Qualifikationen in der Regel nicht anerkannt werden und wenn, dann sehr schlecht anerkannt werden, was Hunderttausende von Menschen institutionalisiert betrifft und wo ein ganz eindeutiger Zusammenhang mit Ungleichheit und mit Rassismus zusammensteht, da gibt es extrem wenig Forschung dazu. Und das, finde ich, ist schon ein großes Problem, zumindest für eine soziologische Rassismusforschung, dass wenn wir uns weiterhin einig sind, dass wir uns sozusagen mit den expliziten symbolischen Kämpfen beschäftigen und wenig darauf schauen, auf die heimlich wirkenden Institutionen, dann machen wir meiner Ansicht nach einen Fehler. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank. Anja Weiß für den spannenden Vortrag und ich fand es total schön. Also ich habe ja am Anfang nur kurz gesagt, dass ich mich als Soziologe sehr freue und habe mich natürlich auch gefreut, verschiedene Perspektiven da nochmal gebündelt, schnell zusammengefasst und tatsächlich dann auch in so einem Transfer ineinandergreifend gesehen zu haben. Und vielen lieben Dank. Ich würde als nächstes, bevor ich das Mikro dann übergebe an die nächste Rednerin für heute, an den Kommentar von Frau Manuela Boatka, noch ganz kurz darauf hinweisen, dass nach dem nächsten Input die Zuschauenden auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, und zwar an die jetzt hier eingeblendete Adresse veranstaltungen@dc-institut.de, und ich würde dann versuchen, diese Fragen zu sammeln und quasi an die Referentinnen zu übergeben, wenn wir dann in der Diskussion sind. So, genau, das so als Zwischenhinweis. Und als nächstes würde ich dann Manuela Boatka bitten mit ihrem Input. Vielen Dank fürs Kommen auch nochmal von mir. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für die sehr schöne Vorstellungsrunde und die Vorstellung auch meiner Person. Die Aufgabe in meinem Falle war, sowohl auf den Vortrag von Anja Weiß einzugehen, als auch zu der Perspektive einer postkolonialen Soziologie und den Beitrag, den eine solche postkoloniale Soziologie zur Erforschung von Rassismus zu leisten hat. Und das, finde ich, hängt gut miteinander zusammen. Jetzt, nachdem ich den Vortrag von Anja Weiß gehört habe, könnte ich auch ganz klar daran anknüpfen und sagen, die postkoloniale Soziologie und der Beitrag, den eine solche dann zur Erforschung von Rassismus und Kolonialismus dann leistet, hat sehr viel damit zu tun, wie wir zwischen Theoretisierung bzw. Perspektivierung und empirischer Forschung unterscheiden. Also die empirische Forschung zu Rassismus und Kolonialismus, wie Anja gezeigt hat, am Beispiel der Untersuchung der Polizei und deren Einstellungen und Verhalten, ist alleine noch keine antirassistische und schon gar nicht keine antikoloniale oder postkoloniale Soziologie. Ich spreche hier speziell von einer Perspektive, die es erst möglich macht, dass wir eine kritische antikoloniale und antirassistische Soziologie betreiben. Das heißt, eine andere Art Soziologie zu betreiben und nicht ein Add-on und nicht eine zusätzliche und nicht nur empirische Erforschung von Rassismus und Kolonialismus. Dazu gehört, dass die Erforschung des Kolonialismus meist davon ausgeht, sowohl in soziologischer Perspektive, aber auch in geschichtswissenschaftlicher Perspektive, dass der Kolonialismus als etwas, was weit weg ist und in die Vergangenheit delegiert
wurde, geschieht. Das stellt aus meiner Sicht noch gar keine postkoloniale oder dekoloniale Soziologie dar. Stattdessen möchte ich hier für eine post- und dekoloniale Perspektivierung der Soziologie als Erkenntnismethode plädieren. Und das klingt vielleicht hochgegriffen, aber ich glaube, eine Perspektivierung in post- und dekolonialer Hinsicht erlaubt für die Soziologie zwei Sachen. Zum einen die nationalstaatliche Zentriertheit von Sozialwissenschaften allgemein, aber auch von Soziologie im Besonderen, als wissenschaftliche Disziplin zu reflektieren, als auch den kolonialrassistischen Blick auf nicht-westliche Gesellschaften als Produkte eines bestimmten institutionellen Konstituierungsprozesses der Soziologie als wissenschaftliche Disziplin in den Blick zu nehmen. Und zum anderen erlaubt diese postkoloniale Perspektivierung der Soziologie, die Disziplin systematisch als relationale, geschichtssensibilisierte, globale Soziologie der Macht neu zu denken. Und ich finde, hier sind sehr viele Anknüpfungspunkte zu dem, was Anja uns vorgestellt hat, nämlich dieser Blick nicht nur auf Armut und hingegen auch nicht nur auf Reichtum, sondern ein relationaler Blick auf Ungleichheitsverhältnisse ist was völlig anderes als die empirische Erforschung von Armutsverhältnissen oder die empirische Erforschung von Reichtum, solange wir nicht in den Blick nehmen, dass das eine die Bedingung für das andere ist und dass das, was uns interessiert, sind institutionelle Strukturen und sind systematische Reproduktionen dieser Strukturen als Ungleichheitsverhältnisse und nicht Armut für sich genommen oder Reichtum für sich genommen. Und dann Soziologie der Macht und die Macht als Produkt von bestimmten Techniken, Wissen anzuwenden, Wissen anzueignen und sich zu Wissen zu positionieren, ist Teil dieser Perspektivierung auch. Zu dem Begriff postkolonial, ich verwende ihn mehr als Sammelbegriff, der auf die Umgestaltung ökonomischer, sozialen und politischer Verhältnisse verweist, die der Kolonialismus in ehemaligen oder bestehenden Kolonien wie auch in den Kolonialzentren, also in den Metropolen, ausgelöst hat und die also diese Verhältnisse bis heute nachwirken. Ich verwende den Begriff aber sowohl für post- als auch für dekoloniale Perspektiven. Wir können vielleicht in der Diskussion nochmal auf die Unterscheidung eingehen. Und beide Perspektiven, post- und dekolonial, machen auf die Verschränkung von Macht und Wissensproduktion im Kontext kolonialer und imperialer Verhältnisse aufmerksam. Und hier komme ich zum Begriff des Wissens, beziehungsweise zu der Bedeutung von Wissen und zur Positionierung, von der Anja auch gesprochen hat. Also, dass Wissen standortgebunden ist, heißt in post- und dekolonialer Sicht, dass markierte und unmarkierte Personen in kolonial tradierte rassistische Machtstrukturen eingeschrieben sind. Also nicht nur die anderen haben eine Ethnizität, nicht nur die Migratisierten sind ethnisch, nicht nur die Frauen sind geschlechtlich, wie KollegInnen in dem Band Postkoloniale Soziologie, herausgegeben von Paula Hiller und Julia Reuter, ausgedrückt haben. Auch Männer sind geschlechtlich. Auch Weißsein ist eine Art, rassistisch zu lesen. Also sich zum Weißsein zu positionieren und zu bekennen, hat etwas mit der Anerkennung und mit der Reproduktion rassistischer Strukturen zu tun. Postkoloniale Perspektiven heben also trotz bedeutender interner Differenzierung, wie gesagt, können wir nachher darüber sprechen, auf den historischen Kontext von Kolonialmacht ab und leiten daraus ein politisches Programm ab, das auf den Abbau der Ungleichheiten abzielt, wirtschaftliche, soziale, politische, kulturelle und epistemische Ungleichheiten, die im Zuge des Kolonialismus entstanden sind. Nun ist diese Perspektive nicht neu. Da könnte man sagen, wieso braucht man eine postkoloniale Soziologie? Wir haben die Reflexion über Standortgebundenheit schon aus feministischen Perspektiven, die nicht unbedingt in der Soziologie verortet waren, sondern in Cultural Studies oder in der Philosophie oder in der Geschichtswissenschaft. Allerdings hat diese lange Tradition, diese Denktradition der Perspektivierung auch Wurzeln in der Soziologie. Selten wird das aber als zentrales soziologisches Paradigma wahrgenommen. Vor allem aus meiner Sicht, weil eine in Trennungen von Europa, Nicht-Europa befangene Soziologie das Koloniale meist außerhalb Europas verortet
Und durch einen gleich eurozentrischen Fehlschluss oder Kurzschluss auch das Koloniale außerhalb der idealtypischen Moderne verortet. Und Postkolonialismus wird daher in der Soziologie oft regelmäßig als Import verstanden aus den Kulturkreisen, in denen Kolonialismus eine große Rolle gespielt hat. Und damit wird gleich für den deutschen Kontext zumindest die Rolle des Kolonialismus minimiert oder bagatellisiert im Vergleich zu anderen, zum Beispiel der Geschichte des British Empire oder des französischen Kolonialismus und so weiter. Und wir wissen heute aus vielen Debatten, dass diese Bagatellisierung keinster Weise stimmt. Aber was noch dazugehört, ist, dass zu der Bagatellisierung auch die Vorstellung gehört, wenn wir denn aber empirische Arbeiten zu Kolonialismus haben, dann reicht das. Wieso brauchen wir eine postkoloniale Soziologie oder was würde das ändern? Und hier kommt mein Plädoyer. Postkoloniale Arbeiten interessieren sich oft für eine genealogische Analyse und Kritik von Regimen des Othering, der Ausgrenzung, die unter anderem auch durch die Konstruktion klar abgrenzbare Räume und eine eindeutige Zuordnung von Menschen, Kulturen, Ideen als ursprünglich, als authentisch in diesen oder jenen Raum gehörig wirken. Und somit kommt Andersheit zustande, somit kommt Ethnisierung, Rassifizierung, Migrantisierung zustande durch die Verortung in einen gedachten Raum außerhalb des eigenen. Somit wird das Fremde mit konstituiert vor dem Hintergrund einer kolonialen und imperialen Matrix, die gleich das Vokabular für diese Verfremdung und für dieses Othering liefert. Also Europa als fester Raum, in dem etwas geschieht und in dem sich alle zu ihrer Analyse notwendigen sozialen Prozesse erschöpfen, wird zum Beispiel in der Forschung zu transnationaler Migration, die Anja Weiß sehr klar vertritt, als unzulässig kritisiert. Aber das ist eine Nische in einer ansonsten sehr unkritischen Art Soziologie mit Blick auf Europa und nur auf Europa zu betrachten, beziehungsweise alles, was als ethnisch anders und mit Rassismus oder Rassifizierung zusammenhängt, außerhalb Europas zu verorten und womöglich als Import oder Ausnahme in einem ansonsten relativ homogenen europäischen Raum zu betrachten. In der post- und dekolonialen Forschung werden stattdessen geteilte Geschichten, Verflechtungen oder Relationen untersucht. Also geteilte Geschichten ist ein Begriff von dem indischen Historiker Sanjay Subrahmanyan, der aber in der deutschen Soziologie und Kulturanthropologie vor allem durch Shalini Randeria eingeführt wurde und später dann auch in den Arbeiten mit Sebastian Konrad. Aber dann auch Verflechtungen oder Relationen im Sinne eines relationalen Ansatzes haben genau diese Zusammenhänge im Blick. Nicht nur Europa auf der einen Seite und Kolonien oder nicht Europa auf der anderen Seite, sondern die gegenseitige Beeinflussung. Und das betrifft auch die Frage, was in Europa stattfindet und was außerhalb, weil dies von sozial konstruierten Setzungen über die Grenzen Europas abhängt. Eine postkoloniale Perspektivierung macht aus meiner Sicht deutlich, dass es innerhalb der abstrakten Universalie Europa mindestens seit der Kolonialexpansion iberischer Mächte, also seit dem 15. Jahrhundert, bedeutendere und unbedeutendere Europas mit unterschiedlichen, wechselnden und sehr ungleichen Rollen bei der Definition der vorherrschenden europäischen Identität und Episteme gab. Das Etikett Europa als Universalie schließt seitdem der Wechsel der Hegemonie von den iberisch-katholischen, also von Spanien und Portugal, Mächten zu den angelsächsisch-protestantischen Kolonialmächten im 18. Jahrhundert immer Nordwesteuropa und seine weißen Bevölkerungen ein. Sie sind immer mit dem Etikett Europa mitgemeint. Südeuropa hingegen, samt den zunehmend geschwächten Kolonialreichen, dem sogenannten maurischen Erbe, wird ab dann, ab dem gleichen Zeitpunkt, allmählich aus dem westlichen Zentrum und auch damit aus der dominanten europäischen Identität herausdefiniert. Zentral- und Osteuropa, das ist noch anderes Europa, sind
oder ist ein Europa oder sind Europas, die bis heute explizit genannt werden müssen, um vom unmarkierten Etikett Europa mitgemeint zu sein. Wenn sie denn aber mitgemeint werden, teilen sie damit aber nicht auch die Definitionsmacht des Etiketts. Zentral- und Osteuropa definiert nicht mit oder definieren nicht mit, was es heißt, europäisch zu sein oder die europäische Identität mitgestaltet zu haben. Und ganz am anderen Extrem dessen, wie die Konstruktion von Europa ausgesehen hat, ist Black Europe, auch schon unaussprechlich auf Deutsch. Also die schwarze Bevölkerung Europas und ihre jahrhundertealten Kämpfe um Anerkennung und Rechte ist in vielen europäischen Sprachen als soziale Realität muss erst begründet werden, argumentativ verteidigt und erklärt werden. Und da waren einige Publikationen auf Englisch notwendig ab dem Beginn der 2000er Jahre, um diesen Begriff dann überhaupt als salonfähig in einer kritischen Soziologie zu etablieren. Black Europe, dafür haben wir im Deutschen noch keine gute Übersetzung. Und Afro-German und Afro-Deutsch bewegt sich in diese Richtung und wir haben Afro-Europäisch. Aber was ist mit Black Europe? Was ist mit Black Germany? Also weiter könnte man sagen, zu diesem fragmentierten Europa, aber auch nicht zum unmittelbaren Verständnis davon, gehören auch die noch verbliebenen Kolonialbesitztümer, 27 an der Zahl, die noch heute unter der direkten Kontrolle von EU-Mitgliedstaaten und Großbritannien nach dem Brexit stehen. Also in sind Territorien in der Karibik, im Pazifischen Ozean, im Indischen Ozean, von denen kaum die Rede ist, wenn es darum geht, was macht Europa aus oder wer definiert Europäität. Sie sind gleichzeitig das eigene und das Fremde, je nachdem, um welche Verteilungskämpfe es auch jeweils geht. Und da kommen wir auch zu den Kämpfen versus symbolischer Gewalt dahingehend. Weil also postkoloniale Theorien diese Grenzziehungen kritisch reflektieren, tauschen sie diese in einem Containerraumverständnis befangene Frage, wo befindet sich Europa, wo befindet sich genau die Moderne ursprünglich, ist sie in Europa oder außerhalb, gegen einen Blick auf globale Verflechtungs- und Zirkulationsprozesse ein. Und das gilt gerade auch für die positiv besetzten Seiten der Moderne, die dadurch nicht mehr in einem Ursprungsdiskurs als Errungenschaft eines Volkes konstruiert werden müssen. Die postkoloniale Soziologie betrachtet vielmehr die geteilte Geschichte verwobener Modernen, das ist der Begriff von Shalini Randeria, die also in einem kolonial globalisierten Europa zeitgleich mit den damit verflochtenen kolonialen Räumen und ihren antikolonialen Kämpfen Gestalt angenommen haben. Und um zur Frage, die auch Anja Weiß angesprochen hat, der unterschiedlichen Handhabung von Begrifflichkeiten, was Rassifizierung und Rassismus angeht, zum Schluss zu kommen, kann man tatsächlich aufgrund dieser unterschiedlichen Handhabung in verschiedenen Nationalkontexten auch die jeweilige Positionierung nachzeichnen. Ich habe mal die These in den Raum gestellt, und da können wir auch gerne drüber diskutieren, dass die nationalen Kontexte, in denen die afrikanische Sklaverei, also die Versklavung afrikanischer Menschen eine Rolle gespielt hat, sind es Kontexte, in denen der Begriff Rasse bis heute eine Zensuskategorie darstellt. Also in den USA ist es sogar die bedeutendste, in den US-Pazifik-Territorien sowie Guam eine wichtige Kategorie, neben derjenigen der ethnischen Herkunft. In Brasilien ist sie eine wichtige Kategorie, jedoch weniger wichtig als die der Hautfarbe oder Cor auf Portugiesisch. Da könnte man sagen, das geht gar nicht, dass ein Nationalstaat einen Begriff noch deutlicher sanktioniert, positiv sanktioniert, als dass dieser Begriff in den Zensus Eingang findet. Aber auch im europäischen Zensus wird Rassenzugehörigkeit abgefragt. Und ich weiß, dass dieses Aussprechen des Wortes auf Deutsch Irritation hervorruft. Und das mache ich bewusst. In England wird Rasse im Zensus seit 1991 abgefragt als Mittel der staatlichen Kontrolle der zunehmenden Immigration aus dem Commonwealth.
der problematische Begriff und der sozialwissenschaftliche Umgang mit dem Rassebegriff in Deutschland reduziert hingegen das Denken in Rassekategorien auf seine Verwendung im Zweiten Weltkrieg. Und die Lösung, die dafür gefunden wurde, war zu sagen, der Begriff Rasse auf Deutsch ohne irgendwelche Kennzeichnung ist auf den Nationalsozialismus reduziert, wohingegen in wissenschaftlichen Beiträgen, in denen wir von der Grundkategorie von Rassismus und Rassifizierung sprechen, in deutschsprachigen Texten, findet entweder mit dem Einsatz von Anführungszeichen, also Rasse, oder Kursivschrift oder Verwendung von Race auf Englisch in sonst deutschsprachigen Texten. Und damit passiert nichts anderes, als dass eine vermeintliche Distanz zur nationalsozialistischen Vergangenheit hergestellt wird. Und damit wird der Begriff Rasse von seiner systematischen, jahrhundertelangen Verwendung im Zusammenhang mit dem europäischen Versklavtenhandel und den Auswirkungen des Handels auf die heutige Hierarchisierung von Menschengruppen entkoppelt. Damit erscheint der Begriff Rasse und der Rassismus im Zusammenhang mit Nationalsozialismus als eine bedauerliche Ausnahme einer ansonsten von jedem Rassendenken freien Nationalgesellschaft wegerklärt. Seine anhaltende Relevanz für den angelsächsischen oder außereuropäischen Raum wird höchstens mit Verweis auf die jeweils anderen nationalen Kontexte begründet, scheint aber nicht für den deutschen Raum zu gelten. Und damit ergibt sich die paradoxe Situation, dass als akut wahrgenommene Phänomene wie Rassismus und soziale Prozesse wie Rassifizierung sich hierzulande scheinbar gegenstandslos ereignen, da ihre Grundkategorie Rasse wissenschaftlich unaussprechlich bleibt. Ich hoffe, dass ich damit auch genug Raum und Stoff für Diskussionen biete und freue mich auf den Dialog. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank auch von mir für den spannenden Vortrag und den Kommentar, der ja doch nochmal sehr tief ging, der also auch historisch ja nochmal sehr stark gearbeitet hat und versucht hat, mehrere Aspekte und Diskussionen schon mit aufzunehmen. Und ich glaube, du hattest ja quasi auch in deinem Kommentar schon mehrere Fragen gestellt, an denen wir wahrscheinlich auch gleich anschließen könnten. Ich habe jetzt versucht, dadurch, dass die beiden Vorträge klar miteinander zusammenhängen, aber dennoch so unterschiedliche Seiten irgendwie beleuchten oder auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie also argumentieren, musste ich auch während des Vortrags die ganze Zeit überlegen, was für eine Frage stelle ich als Einstieg, damit ich auch das Feld ein bisschen öffne. Also wahrscheinlich kann ich das gleich nochmal wiederholen und würde vielleicht mit so einer Art soften Frage vielleicht eher anfangen, ohne das inhaltlich so zu sprengen. Also das, was mich als Soziologe auch gewissermaßen interessiert, ist ja schon, dass in beiden Vorträgen relativ schnell deutlich wurde, dass da ja auch die soziologische Grundausbildung, so wie sie stattfindet, also ich glaube im späteren Vortrag nochmal stärker als im ersteren. Und wir haben ja tatsächlich auch das Problem, dass gerade so die Untersuchung und die Analyse von Rassismus auch etwas ist, was meines Erachtens nach in der Soziologie generell in Deutschland noch nicht so stark ausgeprägt ist. Und dass man vielleicht einmal so ganz grob, aber pragmatisch betrachtet, das wäre so meine erste Frage, was sich in der Soziologie auch ändern müsste, damit gerade auch viele von den Kritiken, die ihr jetzt auch aufgebracht habt, also vielleicht wirklich auch so auf Ebene der Universitäten oder wie auch immer genau verändert werden müsste, um vielleicht das Feld so zu öffnen. Und anschließend schaue ich dann mal in den Chat, ob ein paar Fragen kommen. Anja, weißt du. Also eine Sache, die sicherlich wichtig ist, ist, dass in der Mainstream-Soziologie eine stärkere Auseinandersetzung mit den kritischen Richtungen erfolgen sollte. Und die sind eben an vielen Standorten gar nicht repräsentiert, sodass die einfach auch gar kein Thema darstellen. Man muss allerdings auch sagen, dass man auch eben immanent mehr Licht aufs Thema werfen könnte. Also man muss nicht fundamental kritisieren, sondern man kann wirklich auch sozusagen im Rahmen dieser Forschung sehen, dass es da einfach offensichtliche Probleme gibt. Also dieses Thema Nichtanerkennung von Bildungsabschlüssen, muss man ja sagen, das ist etwas, was die Arbeitsagentur, die früher mal Arbeitsamt hieß, schon immer so gemacht hat.
Und die Kollegen, die mit dem IAB-Panel forschen, also mit den Daten der Arbeitsagentur, die hätten schon vor 30 Jahren wissen können, dass die Arbeitsagentur nur deutsche Bildungsabschlüsse einliest. Und die haben peer-reviewte Artikel in der Kölner Zeitschrift für Soziologie geschrieben und veröffentlicht bekommen, in denen sie festgestellt haben, dass Ausländer keine beruflichen Qualifikationen haben, mit Daten, die keine ausländischen beruflichen Qualifikationen enthielten. Also man kann auch eigentlich im Rahmen der herrschenden Paradigmata auch Licht drauf werfen, ja, was es da alles für Probleme gibt. Ein anderes Problem ist, dass nach wie vor der Rechtsstatus bei Einreise und für viele Jahre danach sehr, sehr, sehr schlecht abgebildet wird. Sodass es überhaupt nicht ungewöhnlich ist, dass Erwerbslosenraten für Bevölkerung festgestellt werden, die gar nicht arbeiten dürfen. Ja, oder wir wissen ja auch aus der Lebensverlaufsforschung, dass wenn jemand ein paar Jahre lang nicht arbeiten durfte, ist es fast nicht mehr möglich, dann noch ein Bein auf den Boden zu bekommen. Das wird auch nicht abgebildet, ne? Also solche Sachen, also ich finde bei dieser soften Einstiegsfrage, es sollte schon in beide Richtungen gehen. Manuela wird sicher noch mehr zu der grundsätzlichen Frage der Epistemologie sagen, aber ich finde, man kann auch sozusagen in der Sache selbst einiges vorantreiben, was einfach zu wenig gemacht wird. Ja, wenn das eine softe Frage ist, da könnten wir auch für die nächste, also soft ist sie, aber ausufern kann sie auch dahingehend, dass sie sehr viele Aspekte betrifft. Und das fängt vielleicht damit an, wen wir lesen, wenn wir Soziologie lesen und in welcher Sprache wir lesen. Also die Tatsache, dass die Klassiker und nur auf Deutsch gelesen werden, ist meines Erachtens etwas, was sofort geändert werden sollte und was ich auch immer wieder versuche. Aber es ist nicht immer leicht, gerade in den ersten Semestern, wo Studierende sagen, ich habe seit meinem Abi keinen Englisch mehr gelesen, das fällt mir schwer, gibt es da nicht eine gute Übersetzung. Übersetzung ist nicht immer eine richtige Lösung, weil teilweise die Übersetzungen nicht vorhanden sind oder schlecht sind oder wie auch immer. Wen wir lesen, hat sehr viel damit zu tun, welche Perspektiven geöffnet werden, weil dadurch auch andere Räume, andere institutionelle Strukturen und andere Probleme, auch empirischer Art, dargestellt werden und einem klar gemacht werden, die ohne weiteres in klassischen Texten und auch in Texten aus Deutschland von deutschen, deutschsprachigen AutorInnen nicht ohne weiteres vorhanden sind. Ich habe dieses Semester ein Seminar zum zweiten Mal angeboten, Global Social Thought, Decolonizing the Canon, auch für unser, also hauptsächlich für unser Global Studies Programm, aber geöffnet für unser MA Soziologie. Und viele der Fragen betrafen tatsächlich die Publikationsorte vieler Aufsätze. Da hat mich eine Studentin gefragt, wie kommt es, dass Raewyn Connell, eine australische Sozialwissenschaftlerin, in einer brasilianischen Zeitschrift ihren Aufsatz zum soziologischen Canon veröffentlicht hat. Und ich fand es fantastisch, dass diese Frage kam, weil es tatsächlich ein Anliegen von Raewyn Connell war, in einer Open Access Zeitschrift zu veröffentlichen, damit die Debatte über den soziologischen Canon nicht hinter einer Paywall stattfindet. Und dass die in einer peripheren Wissenschaftskontext, aber auf Englisch veröffentlicht wird, um tatsächlich auch die Zirkulation von Wissen zu gewährleisten. Das ist natürlich gerade für jemanden, der sich aussuchen kann, wo sie veröffentlicht, sehr löblich. Aber wenn man das durchdekliniert und sagt, das könnte die Routine sein und das könnte auch die Vorstellung von Studierenden und von Dozierenden sein, was Verbreitung von wissenschaftlichem oder von sozialwissenschaftlichem Wissen bedeutet, das sind wir, glaube ich, sehr, sehr weit von entfernt. Ja, vielen Dank erstmal für die Antworten. Genau, ich dachte, es wäre eine softe Einstiegsfrage, aber sie kann natürlich sehr ausufern. Und würde jetzt, weil ich gerade sehe, dass erstmal zumindest aus dem Publikum keine Fragen sind, vielleicht auf eine Frage einsteigen, die Manuela Boatka ja auch schon ein bisschen aufgeworfen hat. Und ich würde sonst Anja Weiß fragen, weil du hast, glaube ich, auch gesagt, dass du da gerne darauf reagieren würdest, also auf Frage von Rassifizierung, Klassifikation und eben die Kategorie auch von Race.
Ich glaube, dass ich da ganz gut anknüpfen kann, weil auch gerade zu Manuelas Plädoyer mal auch Texte zu lesen, die nicht in deutscher Sprache geschrieben wurden und die nicht in Paywall-Journals veröffentlicht wurden. Es ist aber natürlich dann oft auch sowas, dass wir englische Texte lesen, die ja auch schon ganz schön hegemonial geworden sind. Und da finde ich jetzt nach 20 Jahren englische Rassismusforschung lesen durch deutsche Rassismusforschende ist auch ein wirkliches Problem entstanden, was ich bei der Gelegenheit gerne ansprechen und diskutieren würde. Vielleicht meldet sich dann ja auch mal jemand aus dem Publikum, weil ja Klassifikationen, die in einem ganz bestimmten historischen Kontext entstanden sind, sozusagen importiert werden. Und die haben den großen Vorteil, dass man zum Beispiel die Kolonialität Deutschlands sichtbar macht und dass Afrodeutsche deutlich machen können, wie massiv sie diskriminiert werden. Aber sie haben auch den Nebeneffekt, dass diese Eindeutigkeit der Unterscheidung, wie sie zum Beispiel in den USA praktiziert wird, hier eine Situation platt macht, die nicht so eindeutig ist. Weil wir hier ja nicht nur Unterscheidungen nach sozusagen Hautfarbe, klare körperliche Marker haben, sondern wir haben ja auch eine sehr massive, im Ausmaß vergleichbare Diskriminierung gegenüber Frauen, die Kopftuch tragen. Wir haben auch historisch sehr, sehr lang und alten antimuslimischen Rassismus, wo es ja viele Debatten darüber gibt, wie hängt jetzt Orientalismus und andere Formen des kolonialen Rassismus zusammen und was hat es alles mit Antisemitismus zu tun? Und Manuela hat es ja auch schon angesprochen, es gibt dann ja auch noch die sag mal, lange hegemoniale Relation zwischen West- und Osteuropa. Und kann man jetzt eine Oppression Olympics veranstalten oder man kann eben auch mal sagen, okay, wir haben hier eine Situation zu tun, wo eine ganze Reihe von Klassifikationssystemen, die alle in dem Sinne, wie ich und viele andere sagen würden, die sagen, Rassismus ist ein Herrschaftsverhältnis, in diesem Sinne rassistisch sind. Weil es nicht um so mal ein bisschen blöde Vorurteile haben geht, sondern wirklich um teilweise Jahrhunderte alte, mit Institutionen unterfütterte, selbstverständliche Herrschaftsverhältnisse geht, die aber trotzdem eben nicht einfach eine One-Drop-Rule sind. Und wo wir, was jetzt finde ich gerade für den Rassismusmonitor auch wichtig ist, wir ja auch noch drum ringen, wie wir die irgendwie erfassen können, ohne sie allzu sehr auch festzuschreiben, ohne Leuten zu sehr vorzuschreiben, wie sie sich jetzt eigentlich definieren sollen, ja, ohne auch Irritationen zu erzeugen. Also ja, zum Beispiel der Begriff People of Color, ist es wirklich eine gute Idee, wenn wir zu einer blonden, blauäugigen Gastarbeiter, Spätaussiedlertochter sagen, bezeichne dich doch mal als Person of Color. Ist es nicht auch ein bisschen seltsam gegenüber Leuten, die dann mit hartem antiafrikanischem Rassismus konfrontiert sind? Also da gibt es viele offene Fragen, die dann nicht nur unter Verweis auf Klassifikationssysteme in anderen Ländern diskutiert werden sollten. Also vielleicht meldet sich dazu ja jetzt mal jemand, weil das kann man, glaube ich, wirklich sehr kontrovers diskutieren. So, ich warte noch ein bisschen. Hab hier sonst mal eine andere Frage von einem anonymen Fragesteller. In welchem Verhältnis steht Rassismus zu kapitalistischen Verhältnissen? Vielleicht aus den beiden Perspektiven. Auch eine sehr einfache Frage. Die könnte eigentlich eine eigene Lecture da einnehmen. Ja, also im engen Verhältnis aus meiner Sicht sind Kapitalismus und rassistische Strukturen gleich ursprünglich in der Form, in der wir sie heute kennen. Dadurch, dass die Kolonialexpansion mit einer Arbeitsteilung zwischen Zentrum, Peripherie und Semiperipherie einhergegangen ist und mit Formen der Arbeitskontrolle von Versklavung zu Vertragsarbeit, zu Pacht und Teilarbeitspacht und Leibeigenschaft einhergegangen ist,
die nicht einfach eine Wiederholung von Formen unfreier, freier und unfreier Arbeit aus dem Feudalismus einherging, sondern diese Formen von Arbeitskontrolle mit einer kapitalistischen Logik des Profits überfrachtet hat. Und das Symbol davon überhaupt war die Versklavung, nicht nur ein Symbol, sondern tatsächlich auch der Beweis dieser Logik, in dem nicht die Arbeitskraft, sondern die Person zur Ware erklärt wurde. Sklaverei gab es vorher auch, nur die Erklärung der Person zur Ware war in dem transatlantischen Sklavenhandel tatsächlich eine einmalige und damit bald, also nicht sofort, nicht schon im 15. oder 16. Jahrhundert, aber mit dem Ausbau des transatlantischen Sklavenhandels war die Gleichsetzung von afrikanisch und versklavt irgendwann zementiert, sodass sich aus der Stellung in dieser Arbeitshierarchie, auf deren Ende sich Versklavung befand, auch eine Hierarchie von Rassismus beziehungsweise von rassistischer Stellung. Und die Abgrenzung zu oder die Abgrenzung von oder die Identifikation mit Schwarzsein auch diese Position irgendwann unabhängig von der Arbeitsstellung begründete. Das heißt, je weiter von dem weißen Ideal entfernt, desto weniger hatte man Anspruch auf angemessene Bezahlung, auf Rechten, auf Bildung, auf insgesamt eine Reihe von als weiß erachteten Privilegien. Das heißt, Rassismus als kapitalistische Matrix wäre natürlich eine Verkürzung, aber verweist auf diese Gleichursprünglichkeit, finde ich, die man natürlich in dieser Kürze nur sehr pauschal erklären kann. Aber ich hoffe, ich habe das zumindest mal skizziert. Ich würde da gerne noch mit was anschließen, was aus dem tollen Buch von Manuela kommt und was ich noch sehr interessant daran finde. Ursprünglich kommt es aus der Bielefelder Subsistenz Forschung und die Manuela auch in ihrem Buch aufarbeitet, also völlig klar. Und das ist nochmal ein sehr interessanter Punkt für alle, die sich mit Kapitalismus beschäftigen, der, glaube ich, vielen nicht so klar ist. Wir haben es ja im Kapitalismus immer mit dem Thema Ausbeutung zu tun. Und da denken ja die meisten so ein bisschen an Arbeiter, die schlecht bezahlt werden, die sich gewerkschaftlich organisieren müssen, damit sie ihre Rechte einklagen können und so weiter. Und worüber wenig nachgedacht wird, was aber völlig klar ist, ist, dass sozusagen Ausbeutung noch die schönste Seite von Kapitalismus ist. Dass, wenn man das in weltweiter Perspektive sieht, der viel entscheidendere Punkt nochmal da reinkommt, wo Arbeitskräfte letzten Endes ein Zuschussgeschäft machen müssen, damit sie überhaupt im Kapitalismus überleben können. Also das kann man Überausbeutung nennen oder das kann man als Aneignung von Reproduktionsarbeit in der feministischen Theorie bezeichnen. Der interessante Punkt ist, dass Bevölkerungen als überausbeutbar markiert werden, entlang von Geschlecht und Rasse, eben in der Sklaverei, aber auch heute, ne? Es gibt mittlerweile Berechnungen, die sogar in Stanford University Press Verlagen veröffentlicht werden, was eben Pfund Kaffee oder ein T-Shirt wirklich kosten würde. Also mit einem Pfund Kaffee zum Beispiel, wenn man einfach nur den Leuten im Süden den gleichen Lohn wie im Norden zahlen würde. Und da ist noch nicht mal eingerechnet, dass die in den ärmeren Ländern keine Infrastrukturen, wohlfahrtsstaatlichen Institutionen haben. Wenn man das noch einrechnen würde, dann würde das Pfund Kaffee eben nicht $7, sondern $30 kosten. Und da, also daran sieht man schon, wie massiv diese Überausbeutung ist. Und insofern muss man sich eben nicht nur historisch, sondern auch kapitalismustheoretisch klar machen, dass der Kapitalismus, so wie er jetzt funktioniert, eine Komponente hat, wo sehr, sehr viele Leute in der Welt nur dran teilnehmen können, weil sie letzten Endes durch ein Gärtchen, durch andere Familienmitglieder oder eben auch durch wirklich eine Armut, die sie nicht überleben können, vorübergehend in einer Fabrik arbeiten können, um dort T-Shirts zu nähen, um ein bisschen Geld zu bekommen, aber sie eigentlich durch diese Arbeit sich überhaupt nicht reproduzieren können.
Und das finde ich schon nochmal ein wichtiger Punkt. Und diese Menschen werden entlang von Rassismus, teilweise auch von Sexismus, so markiert, dass es legitim erscheint. Und in diesem Sinne sind wir bis heute kolonial, nicht postkolonial, nicht dekolonial, sondern weiterhin sozusagen leben wir von den Menschen, die so markiert werden. Das sind jetzt allerdings nicht die Menschen, die hier in schlechten Jobs arbeiten, sondern das sind wirklich die Menschen, die im globalen Süden unter Verhältnissen arbeiten, wo sie die Verhältnisse, denen sie unterworfen sind, auch nicht ändern können. Okay, vielen Dank. Ja, mittlerweile haben wir jetzt doch so einige Fragen bekommen. Ich würde sonst mal die erste, die geht auch direkt an Anja Weiß. Würde ich sonst kurz mal vorlesen. Sie kritisieren, dass die Rolle von Institutionen und die Wirkung von Institutionen in der Mainstream-Forschung ignoriert wurde bzw. wird. Wie hängt das auch mit der Entwicklung der Soziologie zusammen, dass sich Handlungstheorien, zum Beispiel der Rational-Choice-Ansatz, kombiniert mit der Survey-Forschung durchgesetzt hat und dass der Zugang zu Institutionen und Daten über Institutionen fehlen in Deutschland? Also man kann das vielleicht mit einer Anekdote, die allerdings tragisch ist, beantworten. Die meisten von Ihnen werden wissen, dass das Frankfurter Institut für Sozialforschung eines der wenigen Beispiele ist, wo eine Prognose in der Soziologie wirklich treffend war. Die haben sehr früh gemerkt, dass sie besser auswandern sollten und sind tatsächlich mit Bibliothek in die USA übergesiedelt. Und kamen dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland zurück und haben damals ein sogenanntes Gruppenexperiment gemacht, wo sie in 1000 Gruppen in Deutschland einen fiktiven Brief eines GI über die Kriegsschuldfrage und Deutschland und die Kriegsschuldfrage in diese Gruppen reingespielt haben. Und die Ergebnisse waren so unterirdisch, dass sich diese Methode wahrscheinlich deshalb nicht durchsetzen konnte. Wenn man eine Umfrageforschung macht mit Kreuzchen zum Ankreuzen, können die Leute gar nicht alles sagen, was sie denken. Man hat viel mehr Kontrolle darüber, was rauskommt. Soweit der anekdotische Teil. Ich meine, wir alle wissen, warum sich bestimmte Forschungsformen durchsetzen konnten. Es gab dafür viel Geld. Es passt zu der Vorstellung von bürgerlichen Individuen, die ihre eigene Meinung haben und so weiter. Trotzdem, finde ich, muss sich die kritische Forschung auch ein bisschen selbst an die Nase fassen, weil wenn wir überlegen, wie wir über Rassismus forschen, und da darf ich jetzt vielleicht doch mal wir sagen, auch wenn das vielleicht nicht ganz angemessen ist, dann ist es doch auch eine Frage natürlich auch, welche, wie gehen wir ran? Sitzen wir dem auf, dass wir die ganze Zeit nach Einstellungen fragen oder machen wir eben auch mal eine Institutionenanalyse, auch wenn die vielleicht komplizierter ist und man nicht sofort irgendwie weiß, wie man jetzt die Institution verändern kann. Also insofern, ja, also historisch ist diese Einseitigkeit in der Soziologie da. Ich sehe die auch kritisch. Aber ich glaube nicht, dass es unmöglich wäre, mehr Institutionenanalysen zu machen. Es gibt sie ja auch vereinzelt. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, das beantwortet mehr oder weniger die Frage. Es sind jetzt tatsächlich noch ein paar Fragen, deswegen würde ich gleich weitergehen. Hier wird es aber jetzt ein bisschen eine Frage, die aus zwei Teilen besteht. So, Kommentar aus dem Chat. Das Importargument nervt BIPOC, weil unsere Geschichten ja auch transatlantisch verbunden sind. Nichtsdestotrotz, Debatten müssen stattfinden. Das zeigt auch die Documenta-Diskussion. Und dazu gibt es noch einen Literaturhinweis, der ergänzt wurde. Ascriptions of Migration, Racism, Migratism and Brexit von Alyosha Tudor. Ich weiß gar nicht, wer von euch darauf reagieren möchte. Ich würde dazu gern was sagen, weil ich hatte das ja gesagt in der Hoffnung, dass es dazu eine Diskussion geben würde. Jetzt kenne ich das Buch von Tudor nicht, aber Brexit ist auch natürlich ein interessantes Beispiel, weil wenn ich das richtig verstehe, gibt es ja in Großbritannien einerseits eine ganze Menge von rassistisch markierten Leuten, die dort alteingesessen sind. Und dann gab es jetzt eine Zuwanderung aus Osteuropa. Und es gibt ja schon einige Forschung darüber,
wie sich da die Probleme sozusagen verschränken. Also dass es eben etliche der Leute aus Osteuropa gibt, die ihren sehr schlechten Status in Großbritannien dadurch aufwerten, dass sie ganz klassischen Rassismus von Weiße gegen Schwarze reinszenieren. Zugleich war es ja wohl auch ein Argument für den Brexit der Alteingesessenen, zu sagen, wir wollen mal endlich wieder diese Polen los sein. Also da sieht man ja schon, dass es interessant ist zu schauen, wie sich in verschiedenen Ländern und Kontexten eben unterschiedliche Klassifikationen und entsprechende Kämpfe auch verschränken. Und das ist ja das, worauf ich aufmerksam machen will. Ich will jetzt nicht sagen, wir sollten uns nicht mit kolonialem Rassismus beschäftigen und wir sollten diese Literatur nicht lesen. Das wäre natürlich totaler Wahnsinn, ja. Ich sage ja nur, wir sollten sie nicht einfach nur sozusagen copy-pasten, ja, weil das ja gerade, wenn man Diskursanalyse macht, ja auch das Gegenteil von dem ist, was man macht. Man will doch historisch kontextualisieren. Genau. So. Kann ich auch sagen? Ich finde es sehr interessant, dass da die Frage kommt, beziehungsweise der Kommentar. Das Importargument nervt viele Leute auch, weil es einfach nicht stimmt, weil es halt die Debatte unterkomplex macht. Und natürlich sind viele Geschichten nicht nur transatlantisch verbunden, sondern es gibt viele Verflechtungen und gegenseitige Beeinflussung, die durch die Zuschreibung von Migration nicht migrierter Personen, das ist das, was mit dem Ansatz von Alyosha Tudor Migratismus, Migratism genannt wird, tatsächlich verschleiert wird. Ja, wir sehen nicht, dass dieser vielbeschworene Migrationshintergrund gar keiner ist, sondern wir auch von der Roma-Gemeinschaft als Migranten sprechen, aber wann hört es auf, dass man einen Migrationshintergrund hat? Im Falle der Roma sind es schon mal fast 1000 Jahre. Ist es irgendwann vorbei oder ist man immer noch eingewandert und heißt Migratismus oder heißt diese Projektion von Migration nichts anderes als ich lese dich als nicht weiß, traue mich aber es nicht zu sagen. Und da ist es natürlich ganz klar, dass Migratismus auch im nationalen Kontext stattfinden kann, ohne dass sich jemand irgendwohin bewegt hat. Teilweise wissen wir ja ganz klar, bewegen sich die Grenzen durch Gemeinschaften hindurch und nicht Menschen über Grenzen hinweg. Und auch das produziert neue Zuschreibungen und neue Rassismen. Und auf der anderen Seite ist das Beispiel mit Osteuropa, und da wurde ja auch nochmal eine Angabe von Magdalena Nowicka zu Not Thinking of White East Europeans Importing Racism into the United Kingdom, finde ich hervorragend, dieses Beispiel zu bringen, weil tatsächlich auch diese Zwischenrolle Osteuropas in diese Hierarchie von multiplen und ungleichen Europas eine ist, die nicht als das schwache Glied, das Opfer in einem ansonsten weißen, homogenen und dominanten Europa gelesen werden sollte, sondern tatsächlich eine semi-periphere Rolle, die damit einhergeht, sowohl an Privilegien teilzuhaben, als auch diese zu reproduzieren, Rassismen zu reproduzieren, zusammen mit den Privilegien, als auch von Ausbeutung betroffen zu sein. Das heißt, Zentral- und Osteuropa, wie auch Süd- und Südeuropa vor allem, haben ja auch eine Teilhabe an Privilegien, die mit einer Komplizenschaft mit Kolonialität einhergeht. Das heißt, man kann sowohl von Rassismus betroffen sein, als auch Rassismus reproduzieren. Das trifft nicht nur auf semi-periphere Räume zu, aber da ist es besonders ambivalent, weil die Bevölkerungen dort, also die Mehrheitsbevölkerung, die meist als weiß gelesen wird, dann nicht als weiß gelesen wird, wenn der Pass zum Kriterium wird oder wenn bestimmte Neuanordnungen wie nach dem Brexit, dass da tatsächlich neue Reiseregelungen in Kraft treten und neue Migrationspolitik, dass dann auch noch eine Verschärfung dessen, wer als weiß gelesen wird und wer nicht in Kraft tritt. Und da wird es, finde ich, spannend, nochmal zu differenzieren, dass es nämlich nicht die
weißen dominanten Europäer und die anderen gibt, weil wir gerade durch diese Verortung dort oder drüben, wir diese Verflechtungen und diese Zusammenhänge, diese gegenseitige Beeinflussung und die Relationalität im Prinzip aus dem Blick verlieren. Hallo, Sabot. So, okay. Ja, wir springen jetzt ein bisschen, weil ich es eigentlich ganz schön finde, dass quasi die Fragen, die kommen und die Antworten dann wieder neue Fragen generieren. Und ich hatte hier zum Beispiel noch eine Frage per Mail, also im Anschluss der letzten Frage und der gegebenen kapitalismuskritischen Kommentaren würde mich interessieren, wie Sie die Bedeutung der materialistischen Rassismuskritik sehen und warum diese in der Forschungslandschaft kaum repräsentiert ist. Sehr schöne Frage. Soll ich gleich darauf antworten? Ja, also ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Das hat mit der langen Tradition der Zurückweisung marxistischer Perspektiven zu tun. Das hat sich so ein bisschen gebessert nach 2008, weil man ja auf einmal entdeckt hat, oh, Finanzkrise, wir bräuchten vielleicht doch nochmal Kapitalismuskritik, da war nochmal was. Ah, okay, Marx ist vielleicht doch Soziologe, wohingegen bis dahin er zumindest, also sicher in Deutschland als präsoziologisch gesehen wurde. Aber das gilt ja nur für Marxismus als Perspektive. Marxistische und materialistische Rassismuskritik ist dann nochmal eine Entwicklung, in der es notwendig ist, anzuerkennen, dass weder Gender noch Race als sekundäre Kategorien zu betrachten sind, obwohl sich aus der orthodoxen marxistischen Literatur es so aussehen könnte, als seien sie, und es ist ja lange Zeit auch so gearbeitet worden, als seien es Nebenwidersprüche. Das heißt, alleine materialistische Rassismuskritik würde als der Nebenwiderspruch im Nebenwiderspruch in sich irgendwie dastehen. Das ist es natürlich nicht, wenn. Und ich finde, der Trick, um das anwenden zu können, um das tatsächlich produktiv zu machen, ist ein methodologischer. Es handelt sich darum, marxistische Analysen und materialistische Kritik nicht nur im nationalen Raum, sondern im weltweiten Verhältnis zu sehen. Und da sieht man ganz klar, dass die Widersprüche und auch die Hauptwidersprüche nicht nur Klassenwidersprüche waren. Das war ja Marx auch bewusst, aber das schließt auch sehr schön an die Ergänzung, die Anja vorhin gemacht hat mit der Bielefelder Subsistenzperspektive, weil es dort auch schon hieß bei Maria Mies und Claudia von Werlhof, nicht der Proletarier ist der am meisten Ausgebeutete, sondern der Sklave und die Hausfrau. Der Sklave in den Peripherien, weil er ja nicht mal den Lohn bekommt, den der Proletarier anscheinend als Hungerlohn betrachtet. Das hat der Sklave nicht. Das hat die Hausfrau auch nicht, weil sie ja fast wie ein Sklave behandelt wird. Sie darf zwar Kostenlogie bekommen, aber mehr auch nicht. Sie hat keinen Zugang zu Geld. Sie muss halt nur die Reproduktionsarbeit betreiben. Und aus dieser Perspektive ist die Vorstellung, diejenigen, die tragende Säule des Kapitalismus, sind die, die noch weniger bezahlt werden als der Proletarier. Also Ausbeutung ist ein Widerspruch, aber wenn man im weltweiten Verhältnis sich das anschaut, nimmt diese Ausbeutung eine Vielzahl von Formen an. Und wenn sie durch Rassismus und durch Kolonialismus potenziert wird, ist sie noch viel stärker als im Falle des Klassenwiderspruchs im industriellen Westen Europas. Okay, Anja, du wolltest nicht. Genau, dann vielleicht, weil du, ist okay, wenn ich euch duze, ne? Also ich glaube, wir hatten, okay. Weil du so in Fahrt bist, Manuela, gibt es noch eine Frage von der vom anonymen Fragesteller beziehungsweise anonymen Fragestellerin. Wenn wir Halls Konzept vom Floating Signifier ernst nehmen, also der Annahme, dass Rasse ständigen Wandlungen unterworfen ist, ist es dann ratsam, mit Identitätskategorien in der Analyse zu beginnen? Mit Identitätsanalysen, mit Identitätskategorien in der Analyse zu beginnen. Ich will sicher gehen, dass ich auch die Frage richtig verstehe. Also wenn es um Selbstpositionierung geht,
sowieso, wenn gemeint ist, dass die Identitätskategorien andere als Beginn der Analyse gelten sollen, finde ich es immer ratsam, mit Selbstbeschreibungen zu arbeiten. Das heißt, auch auf die Frage bzw. auf das Beispiel von Anja vorhin, ist es ratsam, einer Spätaussiedlerin nahezulegen, sich als Person of Color zu bezeichnen. Ich würde niemandem irgendwas nahelegen. Ich würde einfach die Selbstbezeichnungen, die die Leute selbst verwenden, zur Analyse oder in die Analyse hineinbringen. Und wenn sie denn widersprüchlich erscheinen oder aus soziologischer Sicht ambivalent oder diskussionswürdig, dann würde ich das diskutieren, aber ich würde es erstmal nicht in Frage stellen und sie verwenden und mich dann fragen, was ich vielleicht übersehen habe, dass mir eine bestimmte Identitätskategorie nicht passend erscheint. Und wir wissen aus der Rassismusforschung, also gerade in Brasilien wurden ja Zensuskategorien nach Selbstbezeichnungen gebildet und da kamen ja Hunderte von Abstufungen dessen, wie man sich im Hinblick auf die Rasse selbst einstufen würde. Alles das, nicht weil es in Brasilien ein breiteres Spektrum an Phänotypen gäbe, sondern weil die Mühe, sich so weit wie möglich dem weißen Ideal anzunähern und sich vom Schwarzen zu entfernen, in eine Vielzahl von sehr kreativen, zum Teil Selbstbezeichnungen gemündet ist, die alle eigentlich von der Arbeit zeugten, die man mit dieser geltenden Hierarchisierungen hatte, aber dann auch mit der Möglichkeit, selbst innerhalb dieser Hierarchie eine Zwischenstufe zu wählen. Und meist haben sich Menschen als weniger dunkel präsentiert, als sie sonst von vom Zensus davor eingestuft worden wären, der nicht mit der Selbstbezeichnung gearbeitet hatte. Also das zeigt einfach, wie wichtig, aber dann auch wie viel der in den heutigen Strukturen die Selbstbezeichnungen reflektieren. Mein Argument war ja nicht, das sozusagen Leuten zu sagen, wie sie sich sehen sollen, sondern es ging ja darum, wenn antirassistischer Protest organisiert wird, dann ist ja die Frage letztlich offen, wie, also unter welchem Label. Ja, ich hatte da jetzt mal eine Diskussion länger mit einer Journalistin, wo es darum ging, ja, wie ist das denn jetzt mit Weiß und Schwarz? Können Weiße rassistisch sein? Also sind jetzt meinetwegen Polen in Großbritannien, können die rassistisch sein? Können die gleichzeitig von Rassismus betroffen sein? Ja, und sind sie dann noch weiß? Das sind die Fragen, die ich ansprechen wollte. Natürlich in der Selbstdefinition und auch in der strategischen Selbstdefinition ist das alles wunderbar. Aber in dem Moment, wo man anfängt, politisch zu organisieren, muss man einfach mal dem ins Auge sehen, dass es nicht überall so trivial ist, dass man sagen kann, die einen sind klar rassifiziert und die anderen nicht. Da sind wir uns ja auch einig. Mir ist jetzt aufgefallen, dass wir trotz meines Plädoyers für Institutionenanalyse und institutionelle Diskriminierung auch wieder ganz viel über Klassifikation gesprochen haben, sogar initiiert von mir. Weil ich das als erstes Thema interessant gefunden hatte. Und das würde ich jetzt einfach gerne nochmal irgendwie ansprechen. Und vielleicht auch mal fragen, kann ich ja jetzt auch mal den Moderator oder Manuela fragen, also warum ist das eigentlich so unattraktiv, sich genauer mit bestimmten Institutionen zu beschäftigen? Warum machen das so wenige? Obwohl wir doch eigentlich wissen, dass meinetwegen große Institutionen so richtig einen Impact machen und ja auch oft in einer Art und Weise organisiert sind, die wirklich übel ist. Es gibt dann immer mal so eine Schlagzeile, jetzt gab es mal wieder tatsächlich hier, stand mal in der Zeitung, dass es praktisch gar keine Termine bei der Ausländerbehörde gibt. Also dass Leute über ein Jahr im Limbo sind, weil sie noch nicht mal einen Termin bekommen oder sowas, ja. Es gibt dann diese kulturellen Kämpfe darüber, dass es ja wohl einige autoritäre Väter gibt, die ihre Töchter am Schwimmunterricht hindern, in einer Situation, wo also hier im Ruhrgebiet
massenhaft öffentliche Bäder geschlossen sind, geschlossen werden, abgerissen werden, weil das Geld nicht da ist, wo Hunderttausende von Kindern nicht mehr schwimmen lernen können und solche sein. Also wieso sind wir in den Sozialwissenschaften komischerweise, schrecken wir davor zurück, diese Sachen anzugucken? Weil das so ein bisschen so altlinks ist, oder wie? Das hat man in den 70er Jahren gemacht. Oder was ist der Grund? Also tatsächlich ging meine Frage so ein bisschen jetzt auch in die ähnliche Richtung, weil ich mich jetzt, nachdem wir auch dann stärker auch über so politische Implikationen diskutiert haben, wollte ich tatsächlich so ein bisschen zurück zu dem Titel der Veranstaltung und auch die Frage der Methode nochmal aufwerfen. Und ich habe mich natürlich gefragt, inwiefern ich auch im Weiterdenken von soziologischen Methoden, soziologischen Zugängen zum Gegenstand Rassismus eigentlich auch davon lernen kann, was eigentlich heute hier so ein bisschen besprochen wurde. Und wenn ich das so grob zusammenfassen kann, dann hatte ich ja auch gerade nach dem ersten Vortrag das Gefühl gehabt, also auch dann mit dem Umweg bei Bourdieu ein bisschen, aber dann tatsächlich wieder dann zurück auf die Diskursanalyse, aber dann in der Klammer so ein bisschen stärker, also auch so eine Dispositivanalyse. Ich glaube, das ist ein Begriff, der ganz kurz fiel, der das versucht, ein bisschen weiter auch nochmal zu denken. Also, dass wir darüber versuchen, also wäre das quasi auch so ein bisschen dein Plädoyer zu sagen, dass wir also Diskursanalysen quasi auch stärker in diese Richtung bringen oder danach ausrichten. Und ich frage deshalb, weil ich mich auch kurz damit so auseinandergesetzt hatte und auch das Gefühl hatte, dass auch wenn quasi so Fragen von Dispositiven, die ja dann auch sehr stark an Foucault anschließen, dann irgendwie aber von der Resonanz relativ, zumindest in so einem methodischen Bereich, relativ, dass die relativ ausblieb. Ne? Also ich erinnere mich nur an Andrea Bührmann, ich weiß nicht mehr genau, und dass tatsächlich da so ein Versuch war, so eine Methode auch ein bisschen zu implementieren, aber dass das dann irgendwie nicht ganz geglückt ist. Und da komme ich dann auf die Frage zurück, auch auf die Institutionfrage, dass wir uns auch im Rahmen des Rassismusmonitors gerade diese Frage auch ganz, also dass es die Frage ist, die uns auch umhertreibt. Ne? Also wie kommen wir da an Daten ran? Was für Formen von Daten müssen es sein, damit wir es eben auch als so unter der Linse von Rassismus, rassistische Diskriminierung eben stark fassen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wo wir gerade sind. Das ist jetzt nur die eine Seite und vielleicht nur nochmal, um da auch die Perspektive von Manuela Boatka noch mit reinzunehmen oder zumindest versuche ich das so reinzudenken, dass man in so einer genealogischen Perspektive da eben auch schaut, dass auch Institutionen eben auch in ihrer historischen Gewachsenheit davon irgendwie auch abhängig sind. Ne? Also wie da auch bestimmte Formen des anderen, Fremden, Othering und so weiter auch eingeschrieben sind, auch wenn man es quasi als selbstverständlich sieht oder nicht mehr sieht. Aber gleichzeitig, ich glaube, diese Undefinierbarkeit ist, glaube ich, das, was mir so ein bisschen Schwierigkeiten macht. Also wirklich zu sagen, wo man dann genau hinschaut. Aber vielleicht liege ich da auch, ja. Ja, also in diesem Polizeiprojekt, was ich am Anfang erwähnt habe, die eine Mitarbeiterin, die Alexandra Gajewska, ja, die macht auch gerade eine Dispositivanalyse. Also insofern glaube ich schon, es wird in den nächsten Jahren sicherlich mehr Dispositivanalysen geben. Ich bin aber doch auch, also ich denke auch, die Dispositivanalyse richtet den Blick auf die Institution. Man kann aber auch mit anderen Methoden Institutionenanalysen machen. Wir bräuchten eigentlich mal ein Lehrbuch der Institutionenanalyse. Das gibt es nämlich nicht. Und zum Beispiel die ganze Sozialpolitikforschung macht seit Jahrzehnten nichts anderes. Und die gucken sich ja dann auch Gesetze an und schauen eben wie, oder auch teilweise organisationssoziologische Forschung. Und da muss man sagen, also da muss man auch nicht unbedingt das Rad neu erfinden, und sagen, das machen wir jetzt immer nur als Dispositivanalyse, sondern da gibt es eben verschiedenste Herangehensweisen. Also diese andere Doktorarbeit, die ich an die Wand geworfen hatte von Janina Söhn. Janina Söhn hatte quantitativ mit dem Mikrozensus geforscht und bevor sie das machen konnte, hat sie 60 oder 80 Seiten darüber geschrieben, wie in den 1990er Jahren das deutsche Bildungswesen SeiteneinsteigerInnen behandelt hat. Und das hat sie noch nicht mal als empirische Studie gesehen. Das war für sie sozusagen Vorspann. Das war aber eine Institutionenanalyse. Und das ist sehr, sehr kompliziert, wie das damals gemacht wurde. Die konnte das nur für zwei Länder machen. Und dafür brauchte sie die 60 oder 80 Seiten. Das war sehr, sehr interessant. Das ist bis heute total spannend, weil wir heute ja wieder die Situation haben, wie werden die Kinder beschult, die aus dem Ausland kommen. Und also auch völlig unter dem Radar, da gab es ja diese Willkommensklassen 2015, 2016, habe ich sogar ein gewisses Verständnis dafür, wenn viele kommen.
Nach 3-4 Jahren waren in den Willkommensklassen dann Roma-Kinder. Da hat aber niemand hingeguckt. Das stand nur mal in der Zeitung. Ja, also das ist wirklich also massiv, wie hier institutionell massiv Rassismus reproduziert wird. Und da braucht man nicht viel Methoden. Da muss man nur einmal hingucken, die öffentlichen Verlautbarungen anschauen, mal mit den Bildungsdezernenten reden, sagen, welche Kinder sitzen denn in euren Willkommensklassen? Wieso gibt's die denn noch 4 Jahre später? Und so weiter. Schon hat man eine Institutionenanalyse. Also muss ich mal ein bisschen läppisch sagen. Ne? So einfach ist es natürlich nicht, aber das, also so könnte man es durchaus mal machen. Aber meinst du, das wird zu wenig in Deutschland gemacht oder es wird zu wenig generell gemacht? Weil ich glaube, hier unsere Diskussion ist einfach nur in die Richtung abgedriftet, die sich dann ergeben hat, aber hatte nichts mit mangelndem Interesse zu tun. Ich selbst habe das auch an der Institution der Staatsbürgerschaft lange auch schon gemacht, weil dadurch ja auch Rassismen und Zuschreibungen aller Art reproduziert werden und das auch in ja, jahrhundertealter Tradition, also seitdem die Institution gegründet wurde, die wurde ja gegründet, das hat ja eigentlich auch mit dem anderen Kommentar aus dem Chat zu tun, das System ist nicht kaputt, sondern funktioniert genauso, wie es geplant war. Also da ist ja die Institution Staatsbürgerschaft auch ein Beispiel dafür. Wir nehmen sie sonst und es wurde uns beigebracht, dass sie eine inklusive Institution ist und sie wurde aber auch dafür gebaut, dass sie nach innen inkludiert und nach außen exkludiert und genauso funktioniert sie. Wenn man das dann beides betrachtet, dann ist es, ich weiß nicht, ob du das Institutionenanalyse nennen würdest, mich interessiert jetzt nicht das Label unbedingt, aber das ist natürlich die Analyse einer Institution, insofern vielleicht nicht nach einer bestimmten Methode. Ja, ist ja auch, wenn du unfreie Arbeit untersuchst, ne? Das ist natürlich auch eine Institutionenanalyse. Genau, aber also ich würde schon sagen, dass im größeren Feld der Ungleichheits- und Rassismusforschung in der Ungleichheitsforschung überwiegt dieser methodologische Individualismus, wo sozusagen die Ressourcen von Einzelnen angeschaut werden. Selbst Bourdieu, der das eigentlich gar nicht so meinte, du hast es ja vorhin zu Recht und sehr gut unterstrichen, dass der ja einen relationalen Ansatz hat. Selbstforschung mit Bourdieu ist oft nicht relational, sondern individualisierend, muss ich mir teilweise selber auch den Schuh anziehen. Und eben in den Forschungsrichtungen, die sich stärker mit Klassifikationen symbolischer Gewalt beschäftigen, wird auch viel sozusagen die kulturell-symbolische Unterscheidung untersucht. Und dieses, also zum Beispiel auch in dem Intersektionalitätsansatz. Dem Intersektionalitätsansatz ist es gelungen und wirklich, also als nachdem Jahrzehnte das versucht wurde, du hast ja vorhin diese Nebenwiderspruchsproblematik im Marxismus erwähnt, dem Intersektionalitätsansatz ist es endlich gelungen, mal wirklich Mehrdimensionalität durchzusetzen. Ja, nach Jahrzehnten. Aber die Intersektionalitätsforschung fokussiert auch Identitätspolitik und Klassifikationskämpfe und hat es daher strukturell schwer, Klassenverhältnisse einzubeziehen. Also insbesondere, wenn es eben nicht um Klassismus geht, sondern wenn es darum geht, dass Leute sozusagen arm sind, ohne dass sie sich vielleicht selbst als arm definieren. Sie definieren sich vielleicht als migrantisch oder als Frauen, ja, aber die Benachteiligung, die sie erfahren, hat auch, also hat nicht nur mit Identität, sondern auch mit Armut zu tun. Sowas ist dann auch schwer zu erwischen. Insofern finde ich, würde ich schon noch an der These festhalten, dass Institutionen wenig angeschaut werden. Und es gab ja jetzt im Chat diesen schönen Einwurf, das System ist nicht kaputt, sondern es funktioniert so, wie es geplant war. Man kann das so fundamental kritisieren. Und natürlich ist das System auch oft so geplant als ausschließend.
Aber oft ist es auch nicht so geplant, sondern oft ist es zum Beispiel Nebeneffekt des methodologischen Nationalismus. Also die Leute, die in der Arbeitsagentur da früher im Arbeitsamt entschieden haben, als sie das Computerprogramm gebaut haben, dass sie da nur einen Slot für deutsche Bildungstitel reinbauen, die haben ihren Job gemacht damals für den deutschen Arbeitsmarkt und haben da wahrscheinlich noch nicht mal über Migranten nachgedacht. Und interessant ist, warum es 40 Jahre später immer noch so ist. Ja, das ist eine interessante Frage. Und ähnliche Punkte zum Beispiel bei diesem Thema Nichtanerkennung ausländischer Qualifikationen. Da gab es vor 10 Jahren bei uns ein Modellprojekt von der Stiftung Mercator finanziert, wo es darum ging, was eigentlich mit Leuten passiert, die hier nochmal studieren wollen. Die sind meistens zu alt fürs BAföG. Und wenn sie in irgendeiner Form Unterstützung brauchen, um zu studieren, können sie aber nicht studieren, weil wenn man irgendwelche Transfers bekommt, darf man nicht studieren. Und jetzt bei der letzten BAföG-Reform wurde diese Altersgrenze verändert. Das ist vermutlich gemacht worden, damit Leute, die aus dem Ausland kommen, die Chance haben, hier nochmal ein Stückchen nachzustudieren, traurigerweise auch einfach nochmal zu studieren, weil ihr Abschluss ja entwertet wird hier. Ja, dann müssen sie unter Umständen das Gleiche nochmal studieren. Aber immerhin können sie das jetzt. Und das sind manchmal solche Stellschrauben, wo niemand hinguckt, die aber auf den Schlag Zehntausenden von Leuten eine ganz andere Perspektive verschaffen. Und das lohnt sich also schon, also auch wenn die Grundsatzkritik stimmt, oft ist Ausschließung beabsichtigt, spätestens in dem Moment, wo sie jemand auffällt, ja, spätestens dann kann man sagen, sie ist beabsichtigt. Und manchmal kann man dann aber gerade auf den Hinterbänken der Politik tatsächlich auch was erreichen, dass dann doch eine Stellschraube auch mal verändert wird und es dann doch für viele Leute einen echten Unterschied macht. Ich höre jetzt dich nicht mehr. Oh, sorry. Ich bin nicht wieder da. Ich, ja. Genau. Also wir haben noch einen Kommentar oder eine Frage aus dem Chat. Also ich bin der Auffassung, dass die Lösung der Rassismusdebatte in Deutschland zum großen Teil an der Auseinandersetzung mit dem Ausgrenzungssystem der Institutionen liegt. Was meinen Sie? Das meine ich jetzt auch wieder nicht. Also ich denke eben wirklich, dass wir beides sehen müssen. Also wir müssen diese Institutionen sehen, aber es ist eben auch, die symbolischen Kämpfe sind kein Nebenschauplatz. Also in den Diskursen wird natürlich auch darüber verhandelt, wo jetzt die entscheidenden Ausgrenzungen stattfinden und auch was akzeptabel ist und was nicht. Ja, und die ganze Zeit bemühe ich Legitimitätsdiskurse und in dem Fall sogar kapitalistische Rationalitätsdiskurse, wenn ich sage, irgendwie ist es doch nicht in Ordnung, wenn Leute, die eine hohe Bildung haben, wenn die ihnen einfach so geklaut wird. Das ist ja eigentlich ein zutiefst das ist ja nichts besonders Progressives, was ich da sage. Und diese Frage, wie das Problem geframed wird und wer da wie welche Rechte hat. Und diese ganzen symbolischen Kämpfe, die sind genauso wichtig, ja, wie das, was hinter dem Rücken der symbolischen Kämpfe passiert. Das würde ich schon sagen. Und das würde ich auf jeden Fall sagen. Wofür ich nur werben will, ist, dass wir auch das anschauen, was hinter dem Rücken der symbolischen Kämpfe passiert. Aber dass das Hauptproblem darstellt, das würde ich nicht sagen. Es geht schon auch um diese Diskurse und diese mächtigen Wissensbestände und Selbstverständlichkeiten. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, dass ich noch eine Frage nehme und dann sind wir, glaube ich, zeitlich auch soweit. Also hier kommt noch eine Frage. Brauchen wir mehr vergleichende Rassismusforschung, um quantitativ Institutionenanalysen durchführen zu können? Vergleich von Kommunen, Bundesländern, Ländervergleiche und so weiter, um wie in der Wohlfahrtsstaatsforschung die Wirkung von Institutionen, Settings, Policies etc. analysieren zu können.
Also vergleichende Forschung ist wirklich ein Königsweg, um eben Institutionen in Blick zu bekommen. Und in anderen Themenfeldern gibt es es auch. Also zum Beispiel bei sowas wie Elternschaft und die Auswirkungen auf die Erwerbskarriere oder so. Da wird genau geguckt, wie diese verschiedenen Social Policy Instrumente und so weiter sind, ja. Und also das kann man natürlich auch sehr gut machen, wenn man sich mit Migranten, aber dann eben auch mit rassifizierten Gruppen, die gar keine Migranten sind, das war ja ein wichtiger Punkt vorhin in der Diskussion, auseinandersetzt. Ja? Also gut, dass wir jetzt nochmal über Methoden reden, weil das haben wir eigentlich noch gar nicht erschöpfend behandelt. Ja, und bei der Frage der vergleichenden Rassismusforschung stellt sich dann gleich auch die Frage, was wird da verglichen? Es wurde ja gleich genannt, aber da kann man bei dem Vergleich Rassismusforschung von Kommunen oder von Ländern auch nur einen Vergleich von bestimmten Containerräumen bei rauskommen und weniger die Relationen dazwischen. Und das hat etwas damit zu tun, wie weit wir sowohl auf der Makroebene sein wollen, wie global wir das betrachten wollen und wie weit in die Geschichte wir zurückgehen wollen, um zu verstehen, wie solche Strukturen erstmal auseinanderdriften, weil sie sich ja nicht als leibnizische Monaden unabhängig voneinander entwickelt haben, sondern zusammen. Ja? Und dass sie dann in Nationalstaaten, Community oder Kommunen dann abgekapselt werden, die wir jetzt wie unabhängig voneinander vergleichen können, ist ja ein Resultat eines historischen Prozesses, aber ist nicht selbstverständlich und wir vergleichen nichts, was voneinander unabhängig entwickelt wurde. Insofern plädiere ich immer in der Lehre stark für eine globale und historische Perspektive, weil allein das Globale auch blinde Flecken dadurch produziert, dass man meint, wir müssen jetzt vieles global betrachten, weil in den letzten 30 Jahren ist alles global geworden. Es war aber vorher national, das stimmt nicht. Und das sieht man dann, wenn man historisch so weit wie möglich, wir müssen deswegen nicht alle zu Historikerinnen und Historikern werden, aber alleine historische Fragen zu stellen, was ja noch keine Methode darstellt, eröffnet andere Antwortmöglichkeiten. Und darum sollte es, glaube ich, gehen, weil wir dadurch, dass wir nur präsentistisch fragen, dass wir nur nach, so Snapshots in der, also Momentaufnahmen in der sozialen Realität fragen, können wir auch nur solche Antworten bekommen. Wohingegen, wenn wir in einer längeren Perspektive oder uns für eine längere Perspektive interessieren und danach fragen, könnte tatsächlich sein, dass uns die Antworten überraschen. Und das Gleiche, wenn wir das Globale und Historische miteinander kombinieren, sodass wir vielleicht, und da ist gleich auch schon die Kritik immer da, ja, das ist ja zu weit weg, da entfernt man sich von der empirischen Realität. Das muss man ja nicht im Alleingang betreiben. Wir brauchen beides. Wir brauchen die globale historische Perspektive und dann auch die empirische Fundierung dessen auf verschiedenen Unterebenen davon. Aber ohne eine komplexe Analyse kommen wir dann auch nur auf Teilergebnisse. Und die Teilergebnisse ergeben keinen umfassenden Blick. Wir haben immer, wir kämpfen dann immer mit Fragmenten, aus denen wir irgendeinen Sinn versuchen herauszulesen. Und um ein Puzzle zu lösen, müssten wir halt das ganze Bild zusammenstellen. Und das geht ohne eine globale und historische Perspektive aus meiner Sicht nicht. Das ist gut, dass du darauf nochmal zu sprechen kommst, weil ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich da eben das kritisch sehe, wenn man einfach mal nur sagt, ich bin so reflexiv und so kritisch. Ja? Und wir brauchen eigentlich Methoden, die das auch ein bisschen, sagen wir mal, ausformuliert, was das heißt. Ja? Und ich bin ja ein Fan von Bourdieu, wie erwähnt. Und der hat ja gesagt, dass eigentlich, wenn man rekonstruiert, wie was Soziales geworden ist, sagt man ja implizit auch immer zugleich, es hätte nicht so werden müssen. Also in der historischen Analyse sieht man ja auch immer, wie Dinge so gekommen sind und nicht anders. Und er sagt, das ist per se schon kritisch.
Ja, also man muss da noch gar nicht selber kritisch sein, wenn man nur rekonstruiert, wie es so gekommen ist, und mittlerweile bin ich ja etwas älter, teilweise auch nur in Erinnerung ruft, wie es gekommen ist, ja, sieht man ja schon, es hätte auch anders passieren können, und es hat oft gute Gründe, warum wir jetzt Dinge für selbstverständlich halten, die mal von Leuten, die wir vielleicht gar nicht so toll finden, durchgesetzt wurden. Also zum Beispiel diese gefährlichen Orte, die jetzt das Racial Profiling so leicht machen, als die eingeführt wurden, gab es darüber eine riesige Debatte. Und da wurde damals gesagt, da werden massiv Bürgerrechte beschnitten, und dieses, dass die Polizei auch nur an manchen Orten verdachtsunabhängig kontrollieren kann, war extrem umstritten, weil damals schon vorhergesehen wurde, was dann passiert ist. Das hat man damals noch nicht mal stark unter dem Rassismus-Thema diskutiert, sondern unter dem Thema Bürgerrechte. Und deswegen, also die historische Rekonstruktion, auch wenn ich sie leider selber nicht praktiziere, ist auch eine hervorragende Methode, um eben das ein bisschen auszubuchstabieren, was es eigentlich heißt, kritisch zu sein. Okay, dann haben wir jetzt Viertel vor, und ich würde mich an dieser Stelle dann ganz herzlich bedanken bei den beiden Rednerinnen und Vortragenden von heute. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich spannend. Also die Vorträge waren spannend, und ich fand jetzt ehrlich gesagt auch wirklich die Diskussion super, dass das auch so eine Art Schlagabtausch, auch also sehr freundlicher Schlagabtausch natürlich war, weil man sich ja auch kennt, aber dass man auf das Publikum reagiert, dann da die Möglichkeit gibt, nochmal drauf einzugehen. Deswegen von mir wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Für die vielen Informationen und die Inhalte. Und ich glaube, wir haben echt viel daraus gelernt. Deswegen von mir aus. Genau. Dankeschön. Auch von mir vielen Dank. So. Alles klar. Dann zum Schlusspunkt. Ja, also da müsste ich mal ganz kurz schauen. Was noch an der Abschluss? Okay, dann würde ich mich auch an dieser Stelle auch herzlich bedanken für alle Zuschauenden, die hinter dem Rechner waren oder auf dem Handy waren. Ich finde, wir haben tatsächlich einfach sehr, sehr viel mitgenommen. Auch ich, der quasi in der Soziologie jetzt die letzten 10 Jahre groß geworden ist oder dort beheimatet ist, dass ich auch für mich nochmal gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass da mehr gemacht werden muss, auch in dem Sinne historisch tatsächlich diskursanalytisch, aber auch institutionell nochmal viel stärker auch methodisch zu denken und um Rassismus zu verstehen, eben komplexere Perspektiven irgendwie gebraucht werden. Viel mehr will ich dazu aber nicht mehr sagen. Wichtig für mich ist hier, ich muss kurz in Notizen schauen, dass ich nur noch mal kurz ansage, wie es eigentlich weitergeht mit der Natira Lecture Series. Wir werden erstmal auch mit in die Sommerpause gehen und am 1. September dann den nächsten Slot haben zur Ethik und Methodik in der Rassismusforschung, diesmal mit Fokus auf die Medizinwissenschaften. Dort wird Professor Dr. Ulrike Kluge zu Gast sein und mit Tanja Gangarova aus dem Dezim-Institut diskutieren. Am 29. September wiederum, also dann quasi fast einen Monat später, geht es um das Thema Rechtswissenschaften mit Professor Matthias Hong, Dr. Doris Liebscher und Dr. Sue González-Haug. Und am 27. Oktober 2022 wird es dann mit Fokus auf die Philosophie gehen, mit Professor Dr. Christina Lepold und Professor Dr. Serhat Karakayani. So, wir sind zeitlich, glaube ich, ein bisschen schneller gewesen. Meine Abschiedsworte, ich weiß nicht, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich mich bedanke, dass sich alle zugeschaltet haben, und ich hoffe, dass alle was lernen konnten heute. Und von da an würde ich mich auch im Namen des Rassismusmonitors und des Dezim-Instituts jetzt etwas früher als geplant verabschieden. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Okay.